Die Verbraucherzentrale Sachsen feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird derzeit im Gebäude der IHK mit einer Ausstellung gefeiert. Es ist gewissermaßen ein Doppeljubiläum, denn auch die IHK hatte ihren Neustart vor genau 25 Jahren. Ein Vierteljahrhundert Beratungstätigkeit. Da haben die Mitarbeiter die verschiedensten Geschichten gehört und Dinge erlebt. Vor allem hat sich aber die Nachfrage nach Beratungen seit der Wende schon rein inhaltlich gewandelt. Die tägliche Arbeit hat sich total verändert. Also am Anfang waren das ganz einfache Sachen. Da hatte ja niemand Ahnung von Marktwirtschaft. Da ging es eigentlich um Zeitungsabos, die man dann doch nicht wollte. Oder es ging am Anfang ganz oft um solche Selbstbauheizungen, die man dann selber einbauen sollte und wo die Leute dann bemerkt haben, die können das gar nicht. Oder es ging um Kaffeefahrten und die Probleme haben sich aber sehr, sehr geändert. Jetzt sind diese Probleme sehr viel komplizierter geworden, komplexer geworden. Also es geht jetzt um Altersvorsorge, es geht um Energieanbieter, dass ich den günstigsten rausfinde. Es geht um Spam-Mails, es geht um unseriöse Inkassofirmen. Also das ist jetzt eine wirklich sehr viel schwierigere Problematik als am Anfang. Zwischen den unseriösen Zeitungsabos in den Wendejahren und den Spam- und Phishing-Mails der heutigen Zeit ist ein himmelweiter Unterschied. Das stellt auch die Berater der Verbraucherzentrale vor die große Herausforderung, sich immer wieder mit neuen Themen beschäftigen zu müssen. Nur ein wirklicher Experte kann auch einen vernünftigen Rat geben. Ja, wir haben ständig Weiterbildungen. Wir haben von unserem Bundesverband immer Weiterbildungen. Wir haben auch einmal im Monat über unsere Verbraucherzentrale Weiterbildungen. Viele von uns haben sowieso noch eine Fachausbildung. Die Finanzberater sind zum Beispiel alles Fachberater für Finanzdienstleistungen, haben also auch bei der Industrie- und Handelskammer eine Weiterbildung absolviert, also eine Prüfung direkt. Ja, und so bleiben wir dann schon auf dem Laufenden. In Erinnerung sind der Zwickauer Beraterin auch die Jahre 2002 und 2013, Hochwasser. Kaum waren die Fluten wieder zurück im Flussbett, ging die Flut der Anfragen in der Verbraucherzentrale erst richtig los. Genau, da ging es natürlich darum, was kann ich bei der Versicherung anmelden, was bezahlt mir die Versicherung. Auch unsere Energieberater haben dort sehr unterstützt, wie kann ich jetzt vielleicht in dem Zusammenhang gleich die Heizung neu modernisieren, wenn die sowieso kaputt ist, oder eine Wärmedämmung ändern, besser anbringen. Ja, das waren dann so die Probleme, da haben wir auch Sonderberatungen gemacht, Sonderhotline, Telefonhotline eingerichtet, dass die Verbraucher aktuell immer kommen konnten. In den letzten 25 Jahren ist die Verbraucherberatungsstelle Zwickau mehrfach umgezogen. Erst in der Max-Pechstein-Straße, dann am Ring und nun seit mittlerweile 5 Jahren in der Hauptstraße 23. Die Jubiläumsausstellung im Haus der IHK ist noch bis zum 29. Juni zu sehen.